Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Durchhalten, Kaidan. Sehen Sie nach, was Sie und Edi von diesem Ding erfahren. Ich empfange über Sekundär-QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Shepard, hören Sie mich? Commander! Edi, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hat er bereits runtergeladen. Edi und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Major Alenko wurde schwer verletzt. Wir bringen ihn zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard. Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Jawohl. Auf zur Citadel. Commander. Edi extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Major Alenko? Ich habe getan, was ich konnte, aber wir müssen ihn rasch in eine medizinische Einrichtung bringen. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass Sie nicht daran glauben. Sie haben nicht gesehen, was Sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe Sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Commander? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Kaidan und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Oh ja, sind wir früher zum Essen wieder nach Hause. Halb so wild. Und da haben wir sie auch schon, die Citadel. Gorsche, imposant das Ding, da? Ja, bis es hier auf der nächsten Mission gibt, wird es auf jeden Fall wieder mal erstmal eine ganze Menge zu quatschen geben, schätze ich mal. Angezockt hatte ich die ganze Geschichte ja schon mal, bloß um so auszutesten, aber ab hier wird es dann so ziemlich blind. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie ihn? Huerta Krankenhaus, das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard, ich hörte von Ihrer Ankunft. Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren.
Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Nee, der Rat geht vor. Das Treffen mit dem Rat hat oberste Priorität. Ich gehe jetzt zu Udinas Büro. Wir treffen uns dort. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Oh. Wir haben 10.000 Credits bekommen. Wollen wir jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir irgendwas von Interesse. Ich kann nicht sagen, wann unser Einsatz beginnt. Ah, wie gesagt. Oder warum. Aber Sie sind doch der Normandy, richtig? Was geht hier vor? Commander, Sie habe ich gesucht. Diana Erlos, Allianz News Netzwerk. Wir könnten einander helfen. Ich nehme an, Sie wollen ein Interview. Noch besser. Ich bin Militärreporterin für die Show Battlespace. Wir werden auf fast allen Ratsplaneten gesehen. Meine Produzenten wollen, dass ich auf ein Menschenschiff gehe und ich will auf die Normandy. Warum sollte ich das wollen? Kriege können im Schneideraum gewonnen oder verloren werden. Und dieser Krieg muss gewonnen werden. Ich habe eine Sicherheitsfreigabe der Allianz und arbeite ohne Team. Sie bekommen ein Vetorecht gegen meine Berichte. Kommen Sie damit zurecht oder muss ich weitersuchen? Oh ja, komm, wir nehmen, komm. Sagen Sie Ihren Produzenten, ich bin einverstanden. Mal sehen, wie es funktioniert. Melden Sie sich so schnell es geht auf dem Schiff. Noch Fragen? Wie viel Platz bekomme ich? Eine Kiste voll. Zu Befehl, Commander. Okay. Haben wir zumindest eine Beschäftigung für die langweiligen Zeiten. So. Und das hier wird mein neues Haustier, oder was? Ja, voll geil aus, das Ding. Ja, was gibt's hier sonst noch so Schönes? Wo kommen wir hier hin? Sie müssen den Rat besuchen, bevor Sie gehen. Ach so, das ist schon nur der Ausgang. Und, gibt es da hinten noch irgendwas Interessantes? Okay, der erste Einsatz ist irgendwo in der Nähe von Halle. Hauptsache am Zocken. Naja, so sind sie. Die kleinen Außerirdischen. So, sollten vielleicht... Wutte. Avina? Hallo, Commander Shepard. Willkommen auf der Citadel. Kenne ich Sie? Ich bin Avina, eine interaktive virtuelle Intelligenz. Sie sind eine VI? Ja, ich biete an bestimmten interessanten Orten der Citadel Ratschläge und Hinweise an. Dies ist Andockbucht D24. Beachten Sie, dass C-Sicherheit aufgrund aktueller Vorkommnisse jederzeit Routineüberprüfungen von Identität und Waffenschein vornehmen kann. Okay. In Ordnung. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Alles klar. Wenn ich mal Lust habe auf ein bisschen... Cybersex oder so. Ah, jetzt gehen wir erstmal weiter hier. Ab im Fahrstuhl. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Nee, wir wollen erstmal zur Botschaft. Sieht schon recht idyllisch aus hier. Idyllisch. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ja. Was wird angegriffen? Ach, da ist die Uschi wieder. Wir gehen mal auf die Karte. Citadel Botschaft. Wir befinden uns da.
Botschaftsbüro, Ratsherr Udina. Büro des Ratmitglied auf die 2. Die da ist dort. Ah, das sieht so aus, als ob wir da nicht direkt runter. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall müssen wir uns erstmal umdrehen und dahin, da müssen wir. Commander Bailey. Ist eigentlich ein Symbol dafür, dass man das benutzen kann. Ach, egal. Ich will aber da rein. Donald Udina. Commander, Ratsherr Udina sagte schon, dass Sie kommen. Wenn Sie mir bitte folgen würden, der Rat tagt bereits. Die Reaper sind auch in unserem Sektor. Die Erde ist nicht mehr oder weniger wichtig als jede andere Welt des Rats. Aber die Erde war der erste überfallene Ratsplanet und trägt die Hauptlast des Angriffs. Woher wollen Sie das wissen? Die Reaper eröffnen ständig überall neue Fronten. Die Berichte stimmen. Die Erde wurde angegriffen. Es ist eine Invasion. Und das ist erst der Anfang. Wir brauchen Ihre Hilfe. Alles, was geht. Ihr werdet uns alle sterben. Die Erde mag leiden, aber unsere Welten fallen auch. Die Turianer haben Tetris verloren. Wir müssen gemeinsam kämpfen. Und wenn das dieses Mal nicht ausreicht? Die Berichte sind schlimm. Wenn wir die Reaper auf der Erde angreifen und verlieren, was dann? Ich erwarte nicht, dass sie mir ohne Plan folgen. Ratsmitglieder, wir haben diesen Plan. Einen Bauplan von den Proteanern aus ihrem Krieg gegen die Reaper. Proteanisch? Was ist das genau? Wir analysieren ihn noch. Aber es scheint eine Art Waffe zu sein. Und damit lassen sich die Reaper vernichten? Es sieht so aus. Er ist gewaltig und komplex. Sinnlos. Die Proteaner wurden von den Reapern ausgelöscht. Ganz klar. Die Waffe taugt nichts. Sie war nicht fertig. Eine Komponente fehlte. Hier. Etwas, das nur als Katalysator bezeichnet wird. Sie hatten einfach nicht genug Zeit, um den Bau zu vollenden. Glauben Sie daran, Shepard? Nach allem, was Sie von den Reapern gesehen haben? Wollen wir es versuchen oder haben wir schon einen besseren Plan? Ah, komm, wir versuchen es. Liara hält es für möglich. Und ich auch. Und Udina hat recht. Wir müssen zusammenhalten. Mehr als je zuvor. Die Reaper werden jedes organische Wesen der Galaxie vernichten, wenn wir keinen Weg finden, um sie aufzuhalten. Der Rat kann der Erde keine militärische Unterstützung geben. Unsere eigenen Planeten gehen vor. Die Salarianische Union hält einen Gipfel unserer Spezies ab. Sind unsere Grenzen gesichert? Können wir ihnen auch helfen? Unsere Flotte ist ebenfalls beschäftigt. Ich will ehrlich sein und keine Rettungsversprechen abgeben, die ich nicht halten kann. Shepard, kommen Sie in mein Büro. Alles klar. Hoffentlich ist das ein Hilfsangebot. Ich finde über das Proteanergerät raus, so viel ich kann. Ja, da will es bestimmt helfen. Das ist ein Haufen selbstsüchtiger Esel, Shepard. Richtig. Wir haben zwar einen Sitz im Rat, aber die Menschheit wird immer nur zweite Klasse sein. Wie können die so blind sein? Commander. Commander, ich kann Ihnen nicht geben, was Sie wollen, aber ich weiß, wie Sie es kriegen. Ich höre. Pelevens Primarch Fedorian hat den Kriegsgipfel einberufen. Er ist genau Ihr Mann, offen für extreme Lösungen. Das Problem ist, er konnte wegen des Reaper-Angriffs Pelevin nicht verlassen. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Er ist wichtig für den Gipfel. Wenn die Normen, die ihn rausholen, ohne entdeckt zu werden... Ich soll ihn also retten in der Hoffnung, dass er dann der Erde hilft. Ganz offen? Ja. Ich sollte Ihnen das gar nicht sagen, aber wir brauchen Fedorian lebend. Und Ihr Schiff kann ihn holen. Die Rettung bringt Ihnen einen Verbündeten, der Ihnen geben kann, was Sie suchen. Während Reaper die Erde verwüsten... Ihr Ratsherr hatte recht. Wir müssen zusammenarbeiten. Und das ist der beste Weg. Primarch Fedorian ist angeblich auf dem größten Mond von Pelevin. Sie müssen unentdeckt rein und raus. Den Rest erledigt er dann. Mehr kann ich nicht für Sie tun, Commander.
Immerhin etwas. Da wäre noch etwas. Der Rat hat zugestimmt, ihren Spectre-Status wiederherzustellen. Und man ist sicher, dass ihnen auch Ressourcen überantwortet werden. Viel Glück. Lief ja großartig. Es ist ein Anfang. Ich rede bis dahin mit den anderen über eine Unterstützung des Gipfels, damit etwas vorangeht. Danke. Okay. Das sieht aus, als ob man es benutzen kann. Ja, sah aber auch bloß aus. Bisschen die Aussicht genießen. Ach ja. Schön ist auf der Citadel. So,